mit Produkten aus der Region für die Region. Grüezi miteinander. Mein Freund Conny hat mir ein altes Zuckerkochbuch gezeigt. Dort drinnen hat es ein Rezept für eine Hackfleischschlange gehabt. Eine super Idee habe ich gefunden und habe das nach meiner Art mit unseren regionalen Produkten gemacht. Das Weidebeef Hackfleisch von der Migros ist ein qualitatives, hochwertiges Rindfleisch. Tiere können während der Vegetation immer auf die Weide. Das macht das Fleisch so besonders aromatisch. Der Betrieb von Paul Weiss von Küsnacht ist beim Label «Aus der Region für die Region» seit Anfang an dabei. Seine Tiere haben einen grossen Freilaufstall, können das ganze Jahr voraus und im Sommer sind sie auf der Alp. Für eine Schlange brauche ich etwa 400 Gramm Weidebeef Hackfleisch. Zwiebeln wachsen beim Roland Steimen in Walterswil. Der Schnittlauch liefert Hans Blaser von Rausm. Die Freilandeier kommen vom René Joost von Gunsbu. Und dann brauche ich noch Cornichons, Blätterteig, Salz und Pfeffer und für die Schlange ein Peperoncini und zwei Nägel. Zwiebeln, den Schnittlauch und die Cornichons schneide ich in feine Stückchen. In einer Schüssel mische ich das Hackfleisch mit dem geschnittenen Gemüse, einem Ei, einen Kaffeelöffel Salz und einen halben Kaffeelöffel Pfeffer. Das knete ich gut durch. Den Blätterteig halbiere ich halbieren und zusammensetzen, so dass es einen langen Teig gibt. Zum Verkleben streiche ich Eiweiß an den Rand. Jetzt verteile ich das Fleisch auf dem Blätterteig. Dann klappe ich den Teig von beiden Seiten zu. Jetzt das Ganze aufs Blech hauen, so dass die Naht unten ist. Ich forme den Schlangen einen Kopf, stecke zwei Nägel ans Auge rein und schneide mit einer Schere die Schuppen. Dann streiche ich es mit dem Rest des Ei bestreichen. Im vorgeheizten Ofen backe ich das etwa 45 Minuten bei 180 Grad Umluft. Servieren tue ich es auf einem Brett in einem Salatgarten. Und am Schluss kommt meine Schlange noch ein Züngli über. Und dann noch etwas. Mit dieser Schlange kann man nicht nur an einem Kindergeburtstag Freude machen. Die passt auch prima auf ein kaltes Buffet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Ade miteinander. Jeanette kocht. Mit Produkten aus der Region für die Region.